Wir freuen uns, dass wir heute mit dem neuen Kapitän der Spielvereinigung Greuther Fürth sprechen können, Mergi Maffrey. Gestern wurdest du von der Mannschaft gewählt. Ein tolles Erlebnis für dich? Ja, zuerst einmal ist es besonders wichtig oder liegt es mir nahe, mich beim ehemaligen bzw. beim Ex-Kapitän zu bedanken für eine echt vorbildliche Arbeit, die er in der vergangenen Zeit geleistet hat und in einer sehr, sehr langen Zeit, sogar auch in einer sehr, sehr schweren Phase, die uns erwartet hatte letztes Jahr. Und da ist er immer vorne weggegangen und hat das echt sehr, sehr gut gemacht. Dafür möchte ich mich auf dem Weg recht herzlich bedanken. Und man kann sich natürlich oder man konnte sich sehr, sehr viel von ihm abschauen. Und ich hoffe, dass ich das auch in der Zukunft tun kann. Und ein wichtiger Faktor da ist wahrscheinlich der Mannschaftsrat, den du jetzt auch schon so andeutungsweise hast erwähnt. Ich meine, zweiter Kapitän bleibt ja Tommy Kleine, dritter Kapitän dann Stefan Fürstner. Und Mannschaftsrat Gerald Asamoah und Milorad Pekovic, das sind natürlich Spieler, da kann man sich ganz gut dann austauschen in der Runde, oder? Keine Frage, also es ist jeder in der Pflicht. Ne? Es ist klar, ich repräsentiere nach außen hin das Kapitänsamt, den Anführer sozusagen, und das werde ich so gut wie möglich versuchen umzusetzen. Aber intern natürlich wird alles besprochen in dem Mannschaftsrat, und der Mannschaftsrat oder kein Einzelner wird jemals eine Entscheidung alleine treffen, sondern in Absprache mit dem Mannschaftsrat. Und da sind wir uns zu einig, und ich meine, die Mannschaft, da bedarf es nicht mehr so viele Veränderungen. Ne? Die Mannschaft ist aufgestiegen, die Mannschaft hat die letzten 3-4 Jahre immer gut funktioniert. Die Mannschaft ist intern sehr, sehr gewachsen, ist stabil geworden, und da gibt es nicht mehr so große Baustellen, dass man sagt, man müsste da als Kapitän oder als Mannschaftsrat so viel Hand anlegen. Und der Charakter der Mannschaft stimmt, und ich denke, dass es intern schon eine sehr, sehr gute Lösung geben wird für die einzelnen Probleme.